Die deutsche Nationalmannschaft will den Traumstart in der WM-Qualifikation perfekt machen. Gegen die Färöer wurde die Pflichtaufgabe gelöst. Nun soll mit einem Sieg gegen Österreich der erste große Schritt in Richtung Brasilien 2014 gemacht werden. Jetzt die Qualifikation für die WM. Es sind 30 Punkte zu vergeben, also sozusagen ein Langstreckenwettbewerb, der jetzt sozusagen begonnen hat für uns. Wir haben das erste Spiel gewonnen. War eine Pflichtaufgabe für uns. Jetzt heißt es für uns natürlich auch in Wien nachzulegen. Im Gegensatz zum Spiel gegen die Färöer wird der Bundestrainer wohl Toni Kroos für Mario Götze in der Startelf auflaufen lassen. Zusammen mit Sami Khedira würde Kroos dann wieder die altbewährte Doppelsechs bilden, auch wenn der Bundestrainer diese Bezeichnung nicht gerne hört. Ich glaube, ich habe in den letzten Wochen oder auch in den letzten Monaten immer gesagt, dass es eigentlich für mich jetzt, sagen wir mal, keine Doppelsechs gibt. Sondern für mich gibt es drei zentrale Mittelfeldspieler, die eigentlich auch alle Aufgaben erfüllen müssen in dieser taktischen Aufgabe. Alle drei müssen in der Lage sein, sagen wir mal, gute Abwehraufgaben zu übernehmen, den Gegner zu stören, die Räume eng zu machen mit einer richtigen Intensität. Und auf der anderen Seite müssen sie auch alle irgendwie eine gewisse Torgefahr und ein Spiel nach vorne eben auch können. Eine weitere Umstellung kündigt sich auf der linken Abwehrseite an. Dort könnte Marcel Schmelzer nach überstandener Verletzung auflaufen. Holger Badstuber würde dann wieder ins Abwehrzentrum rücken und Per Mertesacker aus der Innenverteidigung verdrängen. Auf österreichischer Seite wird man wohl mit 11 Spielern beginnen, die allesamt ihr Geld im Ausland verdienen. Ganze 9 davon in der Bundesliga, wie zum Beispiel der Schalker Christian Fuchs oder Marco Arnautovic von Werder Bremen. Das gab es vor vielen oder vor einigen Jahren auch nicht in diesem Maße. Da hatten die Ausländer, also die im Ausland waren, österreichische Spieler, hatten immer wenig Spielpraxis. Jetzt haben alle Spielpraxis, alle sind Leistungsträger in ihren Vereinen. Es ist auch festzustellen, auch für uns, dass Österreich sich im letzten Jahr enorm weiterentwickelt hat, dass sie eine Mannschaft haben, die absolut konkurrenzfähig sind. Und ich erwarte morgen ein Spiel hier in Wien. Auf Augenhöhe. Nichtsdestotrotz wird das deutsche Team als Favorit in sein zweites Qualifikationsspiel gehen und hoffentlich am Ende den ersten großen Schritt Richtung Brasilien 2014 perfekt machen.